Klappe 1, die erste. Sehr schön. Ich möchte noch mal kurz zur Stille einladen für eine Gedenksekunde und dann wollen wir loslegen. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir ganz bewusst auch bei dieser Hitze unter dein Wort kommen dürfen, dass du uns Gemeinschaft unter deinem Wort gibst. So richte uns aus mit deiner Wahrheit, füll uns mit deinem Heiligen Geist und stärke uns im inneren Menschen, Herr, vor allem. In Jesu Namen. Amen. Ich war 17, schon ein bisschen her, und war eigentlich begeisterter Jungenschaftler. Ihr kennt Jungenschaftler, das war letztendlich die Zeit, wo man noch nicht gemischte Kreise angeboten hat, sondern wo Jungs Jungs waren und Mädchen Mädchen waren. Und wir wollten definitiv mit den Mädchen auch nicht so viel Gemeinschaft haben in dem Alter. Man sollte es tatsächlich glauben mit 17. Weil wir haben nämlich die heißen männlichen Hobbys gepflegt, wie Kanufahren und Klettern und weiß ich was alles. Und unsere Mädchen, die es ja schon in Rufweite gab, die haben halt irgendwie solche Sachen nicht gemacht. Ist vielleicht heute anders, ich bin ja auch schon ein paar Jahre älter, aber das waren halt so meine heißen Teenie-Jahre, 16, 17. Wir haben zum Beispiel uns alle Rennräder gekauft und sind zum Beispiel runter an den Lac Le Mans gefahren, ne? An den Genfer See. Das haben wir unter uns Jungs gemacht. Das waren immer so Jungsaktivitäten. Wir waren unheimlich stolz, Jungsgruppe zu sein. Wir sind durch dick und dünn gegangen. Im Sommer stand dann die Schwedenfreizeit an. Da wollten wir so richtig Jungsaktivitäten machen. Durch und durch Jungs. In dieser Zeit, ich habe es super genossen, wir haben unseren Leiter geliebt, ich habe die ganze Gemeinschaft geliebt mit den Jungs. Wir haben Geburtstage gefeiert, alles was dazugehört, Jungs, war einfach genial. CVDM, Jungenschaft. Und dann war es so, wir waren zusammengewürfelt, der Jungenschaftskreis, die einen waren so ein bisschen auf der jüngeren Seite, so 16 plus minus, und die anderen waren so ein, zwei Jahre älter, also schon knapp 18 plus minus. Das ist eigentlich im Alltag nie so groß aufgefallen, auch nicht bei den wöchentlichen Gruppenstunden. Beim Fußball war ich besser wie andere, bei anderen Sachen war ich wieder schlechter wie andere. Das war nicht unbedingt altersabhängig. Aber 18 war dann doch nochmal so eine Schwelle. Ein paar Jungs haben dann Führerschein gemacht und haben Auto fahren dürfen, währenddem wir immer noch mit dem Fahrrad unterwegs waren. Und das war dann schon ganz, ganz leicht nervig. Deswegen habe ich angefangen, ich war 17 und habe mich jetzt nicht nur auf Jungenschaftsaktivitäten gefreut, sondern auf den Führerschein. Was habe ich damit verbunden? Ganz, ganz klar, nochmal eine Freiheit außerhalb von meinem Flegge, von meinem Dorf und was ich halt mit dem Fahrrad erreichen konnte, was ich in dem Sinne wenn ich dann mal mit Jungs mitfahren durfte, mit 18 plus, war ich immer so ein bisschen abhängig von Fahrgemeinschaften. Ich wusste, mit 18 wird es mir nochmal eine ganz, ganz neue Tür öffnen. Ich werde meinen Führerschein haben. Die Monate schritten voran, 17.1, 17.2, 17.3, so die Monate, wie sie so eben fortschreiten. Man kann nicht warten. Und dann sage ich, Papa, ich möchte dringend jetzt den Führerschein machen. Es ist in Sichtweite, dass ich 18 werde. Und mein Vater zieht mir diesen Zahn relativ schnell und sagt, ich zahle den Führerschein nicht. Den musst du dir selber finanzieren. Und nicht nur musst du dir den Führerschein finanzieren, sondern den erlaube ich dir erst, es gab noch eine Erlaubnis in der Zeit, den erlaube ich dir erst zu machen, wenn du dir danach auch das leisten kannst, ein Auto zu verhalten. Weil ein Führerschein an sich machen, bringt gar nichts, hat er gesagt. Mit der Argumentation, das verlernst du ja dann nur wieder, wenn du dann nicht regelmäßig Auto fährst. Und wie fährst du regelmäßig Auto? Indem du dir ein Auto kaufen kannst und verhalten kannst, was alles dazugehört mit Steuer, Versicherung, Tanken etc. etc. Die Pille musste ich schlucken. Keine Chance, ging nicht drum um. Ich war Auszubildender, nicht Student, sondern ich war Auszubildender. Ich habe tatsächlich damals ein Auszubildendengehalt auch bekommen.
Deswegen war der Führerschein in Sichtweite. Ich habe gedacht, naja gut, der Papa wird jetzt nicht alles zahlen, aber vielleicht unterstützen. Aus dem Grund, ich habe mit schon auch einer Anteil von mir gerechnet, aber ein Auto, Versicherung, Steuer, Benzin, ja, total über meinem Budget. Und so wurde ich 18. Mit Fahrrad. Genau. Aha, und es hat richtig, richtig weh, do. Für uns war damals wirklich das Auto mit 18 das Symbol für die Freiheit. Ist vielleicht heute anders. Vielleicht ist es das Budget für Reisen oder sonst was. Für uns war es wichtig. Wir waren eine Dorfjugend und ein Auto war wichtig. Man konnte in dem Sinn einfach Dinge tun. Ich möchte dieses Beispiel, dieses Erlebnis von mir einfach zum Beginn von dieser Predigt setzen. Die Predigt, die uns mit der Freiheit konfrontieren wird. Ich habe das Privileg, in unterschiedlichen Umfeldern unterwegs zu sein, zum Beispiel in der Zeltstadt. Kennt ihr vielleicht oder wisst ihr vielleicht von mir, dass ich Jugendleiter auf der Zeltstadt bin. Unter anderem darf ich seit 6 Monaten in einem Wohnheim arbeiten mit psychisch kranken Menschen. Habe ich mir am Anfang gar nicht vorstellen können, als die Berufung kam. War sehr skeptisch, habe mit meiner Frau lange auch darüber geredet, ob wir diesen Weg gehen sollten. Um es kurz zu machen, ich habe im Januar dann begonnen und habe erstmal nächtelang gefühlt nicht geschlafen. Mit psychisch kranken Menschen zu arbeiten, wer da Erfahrungen hat, die sie nicht behindert, aber diese psychische Krankheit bringt einfach nochmal so einen unvorhergesehenen Faktor ins Miteinander, unvorhersehbaren Faktor ins Miteinander, was mir unheimlich schwer gefallen ist am Anfang. Ich habe einige Wochen auch gebraucht, um irgendwo für mich selber so einen Weg in den Fuß zu fassen und anfangen, die Menschen wirklich in mein Herz zu schließen. Ich sage es nur so kurz, weil eigentlich will ich darauf raus, dass ich mit den Bewohnern von diesem Wohnheim, das sind im Schnitt 30 bis 40, die dann eingeladen werden zur täglichen Andacht, eine tatsächlich tägliche, beziehungsweise für mich heißt es wöchentliche Andacht mache. Und ich habe die lieben Menschen beobachtet und habe gesagt, Freiheit mit ihnen zu besprechen, wie packe ich das an? Sie erleben gewissermaßen eine sehr beschränkte Freiheit. Weil sie wohnen in diesem Wohnheim, das ist eine Entscheidung von ihnen gewesen oder von ihren Lieben. Sie wissen vielleicht, dass sie da nie wieder rauskommen. Manche wohnen da schon seit 10, 20 Jahren. Die Depression oder die Zwänge oder was sie mitbringen, wirkt sich so stark in ihr Leben aus, dass sie zwar mal Tage haben, Wochen haben, wo alle Kombinationen aus Medizineinstellung und was es alles an Tagesperformance, also an auch Wohlbefinden anbetrifft, mal wirklich tagelang, wochenlang gut geht, aber dann kommt wieder ein Rückfall und sie merken, sie werden nie wieder oder zumindest nicht in absehbarer Zeit zurück in das normale Leben kommen. Das normale Leben, symbolisch gesehen vielleicht für die Freiheit, zu tun, zu machen können, was man will. Freiheit wollte ich gerne in diesem Kontext mal thematisieren. Wie stellst du dir XY, der du in diesem Wohnheim wohnst, vor, dass Christus auch dir das zuspricht, was ich gerne auch jetzt euch zusprechen möchte? Und ich lese da jetzt gleich und zitiere nicht nur frei, Galater 5, ich lese gleich erstmal ab Vers 1. Durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. Jetzt kommt es darauf an,
dass ihr euch nicht wieder vom Gesetz versklaven lasst. Ich, Paulus, und jetzt geht er gleich ganz, ganz spezifisch auf die Situation der Galater ein, und die werde ich jetzt nicht lesen, aber es ist, um es mit meinen Worten kurz zusammenzufassen, da geht es um das Beschneiden. Ist nicht unbedingt relevant für unsere Situation jetzt. Dieser Ruf, befreit zu leben. Befreit zu leben. Ja, der atmet ja schon mal in uns was auf. Wünschen wir nicht, dass uns alle befreit zu leben. Und als Christen zu sagen, okay, in dem Kontext von in Christus gibt es eine Freiheit, die uns zum Leben befähigt, zum Beispiel. Da richtet man sich doch innerlich auf, allein im Formulieren von diesem Satz, frei zu leben, das kann man nicht so sagen, befreit zu leben. Ne? Allein schon von der Körperhaltung. Befreit ist irgendwie ein gewisses Durchatmen. Wie kann das in dem Kontext stattfinden, zum Beispiel, den ich jetzt erwähnt habe, und ich werde jetzt nicht noch detaillierter so groß drauf eingehen, aber mit Menschen, die diese Beschränkung ihr Leben lang so als Rucksack mit sich tragen. Die wissen, sie leben gut in diesem Wohnheim, viele Dinge sind geklärt, Tagesstruktur gibt es, Menschen, die um sie rum sind, Mitarbeiter, die sich kümmern, und trotzdem wissen sie, draußen befreit zu tun und machen zu können, was man wünscht, wird es für sie nicht mehr geben. Wie geht es uns mit diesem, wenn wir das hören, mit diesem Klang? Lebst du befreit? Lebst du in einer wirklich für dich reell gefühlten Freiheit? Ist es etwas, was dir Lächeln über die Lippen bringt, wo du sagst, jawohl, in Christus vielleicht, wenn du möchtest, habe ich eine Freiheit gefunden und lebe in dieser Freiheit? Ich glaube, das müssen wir fast ein bisschen sacken lassen. Weil es gibt natürlich die schnell fromme Antwort, wie gesagt, ja, in Christus, haben wir's. Aber wenn wir einen zweiten und vielleicht einen dritten Gedanken zulassen, dann sagen wir ja, wir leben alle vielleicht nicht wirklich so richtig in einer gefühlten, jetzt sage ich nochmal ein Wort, grenzenlosen Freiheit. Also das heißt, eine Freiheit, die mir tatsächlich die Möglichkeit gibt und mich nicht dauernd einschränkt. Warum war für mich dieses Thema für euch heute wichtig und ist vielleicht auch für mich persönlich die letzten Tage und Wochen wichtig? Ich nehme nochmal das C-Wort in den Mund. Ihr habt es wahrscheinlich die letzten Wochen und Monaten oft genug gehört, aber Corona hat da brutal viel getan. Da wurde brutal viel an Lebensqualität uns genommen oder sie wurde eingeschränkt und wir mussten lernen, damit zu leben. C, wir Christen, können mit Gesetzen oder mit Einschränkungen, denke ich, im Großen und Ganzen ganz gut leben. Warum? Weil wir wissen, dass durch Gottes Wort das nicht ist, mach was du willst. Zumindest, ich habe es noch nicht gefunden. Hier steht nicht, mach was du willst. Sondern wir wissen, dass das, was Christus getan hat am Kreuz, ein Geschenk ist. Und dieses Geschenk wird trotzdem in einen Körper, in ein Leben hinein gesprochen, wenn du das angenommen hast.
Und der ist nicht von heute auf morgen einfach zu 100% perfekt dadurch. Wir haben keine perfekten Christen unter uns. Wir leben trotzdem den Zerbruch, wir leben die Verletzung, wir leben die Beschränkung einfach von diesem Gefäß, was wir zur Verfügung bekommen haben. Die letzten Monate haben uns herausgefordert mit dem, was wir in Deutschland auch uns an Lebensstandard erarbeitet haben und was wir an Freiheitsrahmen uns geschaffen haben, was uns ja in den letzten Monaten verboten wurde. Du darfst dich nicht mehr mit deinem Freund treffen. Hauskreise waren eigentlich verboten. Präsenzhauskreise gab es die Zeit. Oder die schöne Sperrstunde nannte man es ja nicht, aber Ausgangssperre nannte man es. Plötzlich durfte man ab, was war es, 8., 9., durfte man nicht mehr vor die Haustür. Was ist das denn? So können wir jetzt viele Beispiele nennen. Ich glaube, wir alle sind noch so geprägt von dieser Zeit, dass wir da lieber nicht zu lange drüber reden. Es steckt uns noch zu scharf auch in den Knochen. Dass uns die ganze Zeit etwas beschnitten wurde, verboten wurde, weggenommen wurde, was eigentlich Teil von der Freiheit ist, die wir hier in diesem Land genossen haben. Ja, wir haben es gerade eben auch in der Gebetszeit gehört. Es gibt viele Christen, die natürlich diese Selbstverständlichkeiten, wie sie für uns sind, alles andere als selbstverständlich sehen, weil sie unter ganz anderen Bedingungen leben. Das bedeutet aber nicht für uns, dass wir, denke ich, die ganze Zeit mit schlechtem Gewissen rumrennen müssen. Oh, ich muss mich entschuldigen, dass ich Deutscher bin. Wir haben ganz andere Herausforderungen und trotzdem eben gewohnt waren wir eine ganze Fülle von Freiheiten. Eine ganze Fülle. Und allein schon unser Lebensstandard hat uns eigentlich im Großen und Ganzen ermöglicht, bisher zu tun und zu machen, was eigentlich das Herz begehrt. Die Freiheit, die eingeschränkt wurde, hat uns herausgefordert, vielleicht auch oft auf dem falschen Fuß erwischt und trotzdem glaube ich, gerade auch eine christliche Gemeinschaft hat sich oft gesagt, wir kennen auch ein Nein und wir kennen auch ein Du sollst nicht und wir haben uns mit dem, was uns auch verboten oder eingeschränkt wurde, eben arrangiert. So sollte man denken. Und trotzdem, ich weiß nicht, wie es jetzt in eurer Gemeinschaft speziell ist, ist gut, dass ich da jetzt nicht große Recherche gemacht habe, deswegen darf ich einfach mal unvoreingenommen hineinsprechen. In den Kontexten, in den Gemeinden, wo ich unterwegs war, hat die christliche Gemeinschaft gerade in dieser Zeit, in diesen letzten 24 Monaten oder so, brutal auseinander dividiert. Was ist passiert? Da hat die Gemeindeleitung gesagt, Leute, hier im Gottesdienst bitte Maske. Übrigens singen eigentlich. Peter, du dürftest vielleicht singen, aber eigentlich auch nicht mehr. Und es wurde sogar der Lobpreis nochmal weggenommen. Ja, eigentlich wurde sogar der Sonntagmorgen für ein paar Wochen weggenommen. Also der Gottesdienst. Also wo hat es denn das schon mal gegeben? Dass man nämlich in den Gottesdienst durfte. Und manche Gemeindeleitung hat sich die Gesetze angeschaut und hat gesagt, und wir werden es auch wirklich so machen. Und es bleibt gar nichts anderes übrig. Das sind die Gesetze. Wir halten uns dran, liebe Gemeinde. Ob ihr das mögt oder nicht. Wir müssen es so tun. Ja, das muss man hier nicht so eng sehen. Wir sind doch Befreite. Und das hat uns herausgefordert und getrennt. Was ich in den letzten Monaten gefühlt an Menschen durch nur dieses Thema verloren habe,
Habe ich vorher noch nie erlebt. Ich bin jetzt 30 Jahre im vollzeitlichen Dienst circa. Viele Themen haben uns herausgefordert. Das Thema Heiliger Geist hat viel gekostet. Oder verschiedene Gemeindemodelle. Wie wollen wir miteinander unterwegs sein? Wie wollen wir Gemeinde bauen und leben? Das hat Kraft gekostet. Hauskreise, Kleingruppen haben echt mal auch Kraft gekostet. Zu sagen, es wäre gut, wenn jeder Christ in einem Hauskreis wäre. Ja, aber ich will nicht, ich kann nicht oder was ich weiß. Es gab Themen, die haben immer wieder uns als christlichen Leib, Familie, Gemeinschaft Kraft gekostet. Aber was die letzten zwei Jahre Menschen, die Gemeinde verlassen haben und nicht mehr zurückgekommen sind, ist echt besorgniserregend. Gerade in der Zeit, wo so ein Wort der Hoffnung ist, Christus in sich zu wissen, Kind Gottes sein zu dürfen, in der Gemeinschaft sich zu stärken. In dieser Zeit verabschieden sich Menschen, weil sie nicht mehr damit zurechtkommen, wie wir als Gemeinde unterwegs sind. Befreit leben, eher im Kampf leben. In der Spaltung leben, im Widerstand leben, im andauernden Clinch, im andauernden Rechthaber diskutieren etc. Also die Insel der Glückseligen ist es oft bei uns nicht mehr. Dieses Thema gilt es nochmal neu zu denken. Zu was beruft Christus? Zu was beruft auch ein Paulus, der gerade vier Kapitel in Galater ein Fundament gelegt hat, intensiv gebaut hat, damit die Gemeinde in Galatien und Umgebung stehen kann, wird jetzt in Kapitel 5 super praktisch. Da geht es nämlich um Theologie und Theorie. In Kapitel 5 wird es sehr, sehr praktisch. Da geht es dann auch nachher um Familie, um Ehe etc. Ihr Lieben, bei diesem Galater-Kapitel geht es vor allen Dingen auch erstmal um das Beschneiden, weil das die vor allen Dingen Judenchristen beschäftigt hat. Das ist etwas, was die Gemeinde über Jahre geprägt hat, Beschneidung, da dieses Symbol, dieses Zeichen, was richtig was gekostet hat an Schmerz etc., war ein Zeichen dafür, ich gehöre dazu. Ich bin Teil vom Volk Israel, vom Volk Gottes. Und plötzlich soll das nichts mehr wert sein, weil es einfach nur noch Gnade ist. Das war, glaube ich, den Menschen damals einfach zu billig. Dass jetzt dieses, was Jahrhunderte lang das Volk Israel geprägt hat, getragen hat, ausgezeichnet hat, nichts mehr wert sein sollte. Wir als Christen 2022 haben genau solche Themen. Themen, an die wir uns verbissen haben, an die wir uns festgelegt haben, an denen wir uns festhalten, die meinen Glauben und vielleicht auch meine Gemeinschaft, in der ich stehe und lebe, ausgemacht haben. Es gibt mir Sicherheit, dieses. Es gibt mir Sicherheit. Im Juden, Christen gibt es Sicherheit zu wissen, wenn ich diesen schmerzvollen Akt vollzogen habe, dann gehöre ich zum Volk Gottes. Und hört ihr ein bisschen, was ich nicht sage, und das sage ich jetzt. Was gibt uns Sicherheit? Was haben wir uns aufgebaut, wo ich weiß, Gott ist mir gnädig, Gott nimmt mich an. Und was habe ich wahrscheinlich auch an falscher Sicherheit dadurch aufgebaut? Nichts dagegen, wenn es einen guten Hauskreis hier gibt. Nichts dagegen, wenn wir 18 Uhr am Sonntagabend in den Gottesdienst gehen und wir sagen, 18 Uhr ist gebucht, da wird kein Film geguckt, da geht man nicht Eis essen, da geht man nicht joggen. Nee, man geht
hier im Gottesdienst. Nichts gegen Dinge, die uns gut tun, die unsere Gemeinschaft ausmachen, die uns prägen, die uns zusammenhalten. Aber sind es Sicherheiten, die eventuell so uns ins falsche Licht bringen oder in die falsche Richtung bringen, dass wir daran festhalten und die eigentlich nur Äußerlichkeiten sind? Jetzt möchte ich natürlich nicht sagen, eine Beschneidung ist nur eine Äußerlichkeit, habe ich nicht gesagt, sondern was ich sage ist, wo haben wir Sicherheiten uns aufgebaut, die eben nur Äußerlichkeiten sind? Und nichts falsch damit, ja? Aber wo halten wir uns an falschen Sicherheiten hier fest? Und ich glaube, dass das in dem Thema befreit leben ein ganz wichtiger und entscheidender Punkt ist. Was möchte Paulus oder was möchte Christus grundsätzlich in seiner Einladung aussprechen? Er möchte sagen, das Geschenk, was ich euch anbiete, ist kein Geschenk, was du dir in irgendeiner Art und Weise durch Äußerlichkeiten oder sonstigen liebgewonnenen Traditionen erarbeiten, erkaufen, dergleichen kannst. Auch nicht durch so ein krasses, sage ich mal, jüdisches Gepflogenheit zu sagen, ich lasse mich beschneiden und gehe durch diesen Schmerz. Den meisten von uns kostet es nichts, Christ zu sein. Im Judenchristen hat es brutal viel gekostet, muss man ja auch bedenken. Kostet es dir was, am Sonntagabend hierher zu kommen, 18 Uhr? Ja, vielleicht 2 Stunden Zeit. Und ja, vielleicht verpasse ich was in der Zeit, einen Film oder so. Aber uns kostet es im Großen und Ganzen nichts. Aber er möchte uns zu dem eigentlichen Herz von befreit leben wieder neu heranführen und sagt, liebe Galater, ich habe euch da überhaupt noch nicht aufgegeben, im Gegenteil. Ich sage nochmal, Leute, auf was kommt es an? Haltet nicht an den falschen Dingen hier fest. Befreit leben. Gnadengeschenk Gottes annehmen. Nichts dazu tun können und müssen. Da wird Paulus von Kritikern hinterfragt, ob er hier zu so einem zügellosen Leben ermutigt. Und da muss er dann auch an verschiedenen Stellen nochmal drauf angehen, wo die Leute sagen, ja, dann können wir ja sündigen, ne? Jesus hat ja alles gemacht, das Leben in der Freiheit und in der Gnade. Aber da wollen wir jetzt nicht zu tief in theologische Diskussion ausarten. Vielleicht ist es gar kein Thema so groß, so nach dem Motto, ja, da können wir ja tun und machen, was wir wollen. Ich höre das selten in christlichen Umfeldern, sondern eher von der Seite höre ich das, dass wir an Dinge, liebgewonnenen Dingen, Rahmenbedingungen so dermaßen festhalten, dass die fast wichtiger sind als das Gnadengeschenk selber. Wenn du das und das und das und das nicht tust, kannst du eigentlich hier auch nicht dazugehören. Bist nicht wirklich ein Christ. Und wir haben das Äußere, was absolut legitim ist, es braucht eine Form, vielleicht zu hoch gehängt, zur Hemmschwelle gemacht, damit Menschen das Gnadengeschenk Gottes empfangen können. Nennt es vielleicht kurz, vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Ich habe im Englischen einige Jahre die Erfahrung machen dürfen, Gemeinden kennenlernen dürfen, arbeiten dürfen, einmal in England und dann auch in Südafrika. Und da wurde Folgendes mal von einer Gemeinde so zusammengefasst. Bei uns ist es ganz oft so, Belief steht an oberster Stelle. Glauben. Danach behave, halte dich auch dementsprechend daran, was du glaubst, also sprich, akzeptiere unsere Rahmenbedingungen. Und dann als dritter Schritt,
belong, dann gehörst du erst dazu. Ne? Glauben, dann dementsprechend danach handeln und dann gehörst du wirklich dazu. Vielleicht müssen wir das umdrehen und das fand ich ganz gut, ja, aus den Gedanke. Es ist erstmal wichtig, that you belong, dass du dazugehören darfst. Herzlich willkommen, die gastfreundliche Gemeinde Jesus, die das Gnadengeschenk lebt und nicht erst sagt, wenn du bei uns dazugehören willst, dann muss man eigentlich erst Jesus glauben und eigentlich muss man sich anständig verhalten und dann wirst du halt zum Gemeindemittagessen eingeladen. Sage ich jetzt mal so als Beispiel. Ja. Fand ich ein guter Gedanke, hat mich auch selber herausgefordert, wo ich selber das auch oft in diese Richtung abrutsche. Die Rahmenbedingungen. Und daher, so ein Mensch, der bei mir im Wohnheim wohnt und der vielleicht die Perspektive von dem her nicht hat, zu sagen, ich kann tun und machen, was ich will, kann morgen spazieren gehen und übermorgen kann ich zur Andacht gehen und übermorgen schlafe ich mal aus, den lade ich ein zu einer Freiheit, die nicht von den Rahmenbedingungen abhängig ist. Und ich glaube, dass das die Einladung an uns ist. Dass wir darüber nicht stolpern, dass Corona so viel kaputt gemacht hat. So viel uns weggenommen hat, verboten hat, etc. Wir machen es nicht abhängig, ob wir gut finanziell unterwegs sind oder nicht. Es ist nicht abhängig, ob Gesundheitszustand passt. Ob ich mit dir und dir kann und ob genug junge Leute da sind, genug hippe Leute da sind und die Musik toll ist oder sowas. Was haben wir uns über die Rahmenbedingungen in den letzten Jahren immer wieder angestoßen und aufgehängt und gestört und haben über Rahmenbedingungen, ich nenne es jetzt mal so diesen Begriff, auch ablenken lassen und haben das Herz von Jesus Evangelium zur Seite geschoben. Haben das nicht mehr wirklich als Zentrum unserer Gemeinschaft gefeiert und gelebt. Und das ist der Aufruf heute Abend. Zurückzukommen zum Zentrum. Neu Jesu Botschaft zu hören. Und all die Dinge, die wichtig und gut und richtig auch sind, den richtigen Platz ihnen zu geben. Nicht komplett zu sagen, jetzt müssen wir halt alle streichen, jetzt tun wir das Gemeindehaus raus und gehen aufs Feld raus, also nichts mehr, was uns irgendwie behindert oder so, das wäre der falsche Vorgehensweise. Das habe ich nicht gesagt. Ich glaube, es geht um das, was wir gemacht haben mittlerweile, dass wir das, was wir geschaffen haben, über das hängen und legen, was wirklich das Herz ist. Und so hilft die Herangehensweise Paulus mit den Galatern, dass er mit ihnen da nochmal neu das durchbuchstabiert. Dass er neu sie heranführt und sagt, ein Leben im Geist, geprägt von seinem Wort, lässt neu die Augen öffnen. Für das, auf was es wirklich geht. Vielleicht kann man das einfach nochmal in den nächsten Wochen oder wenn ihr euch miteinander trefft, nochmal auch für euch lesen. Galater 5, ein gutes Kapitel. Und damit möchte ich, glaube ich, enden. Ihr wart ganz geduldig mit mir in der Hitze zuzuhören. Ich möchte zum Abschluss nochmal beten. Vater, ich danke dir wirklich, dass du, was du im Kreuz getan hast, ein Geschenk gemacht hast für uns, was wir wahrscheinlich nie ganz greifen können. Ich danke dir, dass durch dieses Geschenk du uns in die wahre Freiheit im Herzen berufen hast. Und wo wir immer wieder abdriften, dass wir der Sache nochmal irgendwie ein Aber oder
ein zusätzliches Dazulegen. Bei den Galatern war es eben die Beschneidung. Bei uns sind es andere Regeln und Gesetze. Da bitte ich dich, dass du uns auch als Gemeinde nochmal neu aufrüttelst und immer wieder aufrüttelst und zeigst, wo das Hemmschwellen sind, wo das Gesetze sind, die auch nicht von dir sind, die auch Außenstehende abhalten, wirklich zu dir zu kommen und dich mit deinem Gnadengeschenk anzunehmen. Und wo wir selber uns immer mehr beschränkt haben, das muss ich machen und das muss ich machen und das muss ich einhalten und das, wenn es nicht tue, dann klappt es nicht. Und wenn wir das als Ausrede dann oft auch nehmen, warum es nicht klappt, schenkt, dass wir zu einer inneren Freiheit kommen, dass wir wahrlich frei werden durch dein Gnadengeschenk. Vater, ich danke dir für den Abend und für die Gemeinschaft und für dein Wort, für dein Reden. Segne du uns, Herr. Auch wieder den Einstieg in den Alltag morgen und alle Herausforderungen, die dann auch wieder auf uns zukommen. So bete ich und danke ich dir. In Jesu Namen.